Ja, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play PokerMMO. Die Community in Anführungsstrichen hat abgestimmt und ich walte jetzt erstmal meinen Amtes und werde jetzt ein Pokémon wechseln und dafür ein neues fangen. Ja, dazu erstmal zum Pokémon Center, da müssen wir sowieso hin, weil es nicht mehr so ganz gut um unsere Pokémon steht. So, mal ganz schnell nochmal alle geheilt. Und dann, bei der letzten Folge habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich jetzt diese hier gedreht habe. Ja. Eine Abstimmung gab es und genau eine Person hat gesagt, dass wir lieber Knofensa haben wollen als Paras. Von daher, Paras, du bist erstmal weg. Ja, und wir brauchen den Platz, um ein neues Pokémon zu fangen. Eventuell holen wir Paras für ein oder zwei Bossfights nochmal wieder. Aber jetzt geht es erstmal in Richtung Pokémon-Wiesen und gucken, was sich hier so getan hat. Ob es hier Sinn macht, irgendwas zu fangen, irgendwas vielleicht aufzuleveln, was wir hier so in unserem Package haben. Pikachu ist momentan auf Platz Nummer 1 und ein Taubsi greift an. Das ist nicht so spezial jetzt, dass man das nicht auch hätte killen können. So, das dürften wir aber eigentlich schaffen. Ist immerhin im selben Level gerade. Gut, eventuell mit einer Elektroattacke, das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. Versuchen wir es doch mal hier mit dem hier. Und, na? Das sieht schon vielversprechender aus. Einmal kriegst du noch und dann sollte es das auch gewesen sein. Ja, und jetzt mal zur Auflösung kurz, warum ich dieses in Anführungsstrichen Community-Event gemacht habe. Ich wollte einfach mal sehen, wie aktiv die Leute, die jetzt schon hier im Kanal zusehen, wie aktiv die sind. Haben wir das Mauzi schon gefangen? Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt einfach mal kaputt. Denn ich habe noch etwas Größeres vor. Also generell, so Community-Events wären ganz cool. Da habe ich auch schon ziemlich viele Ideen. Könnte man bei der Gelegenheit hier, wo wir am Leveln sind, mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich bin jetzt gerade an einem etwas großen Projekt dran. Das dauert auch noch ein bisschen, bis da die ersten Resultate erfolgen. Aber das wird verdammt geil. Aber dafür brauche ich auch halt Leute, die sich nicht scheuen, gelegentlich mal ein paar gamebezogene Posts abzugeben. Ich will noch nicht zu viel verraten. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung. Auf 40 Abos kommt einer, der da jetzt mitgemacht hat, ist bei, jetzt bei dem Pokémon. Das müsste noch ein bisschen mehr werden. Deshalb, wenn ihr Bock drauf habt, hier ein bisschen interaktiv zu sein, nur zu. Das handelt sich jetzt nicht konkret um Pokémon. Ich versuche das natürlich in allen Reihen ein bisschen unterzukriegen. Aber ich habe ein Ich will nicht zu viel sagen. Ich sage nur, dass ich Bock habe, ein bisschen hier interaktives Gameplay zu machen. Und, ja, wenn ihr da Bock zu habt irgendwie, dann, wäre es ganz gut, wenn ihr so ein bisschen, mit dran teilnimmt das nächste Mal, wenn ich zum Beispiel noch einen Platz hier im Pokémon-Regal brauche, ihr wisst, was ich meine. Dann votet einfach mit, weil das sagt mir dann, hey, ich habe hier ein bisschen aktive Leute, mit denen kann man was machen. Und dann kann ich das besser einplanen, weil momentan weiß ich, okay, auf 40 Abonnenten ist einer dabei, der jetzt konkret bei der Pokémon-Aktion mitgemacht hat. Natürlich habe ich auch noch andere Leute, die sehr viel schreiben. Bei denen denke ich einfach mal, dass das irgendwann klappen würde. Aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann... Oh, ich hau gerade mit dem Elektro-Pokémon auf Pflanze, ne? Ist nicht so die beste Taktik, glaube ich. Was nehmen wir denn da? Nee. Wie war das? Hallo? Ich habe doch eigentlich... Warum denn nicht? Warum denn nicht? Bin ich blöde? Gut, offensichtlich geht das nicht mehr so einfach. Ich weiß gerade wirklich nicht warum. Wir hatten doch gerade einen neuen Patch und kann sein, dass da noch irgendwelche Fehler entstehen. Ich weiß es gerade nicht. So, jetzt geht's, okay. Naja. Gut, ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Wir machen jetzt hier das Ding kaputt.
So, der nächste in der Reihe ist Tauboga. Ich möchte hier den Tanzapfel ein bisschen weiter leveln, wenn wir schon mal dabei sind. Und wir gehen weiter durchs hohe Gras. Vielleicht treffen wir ja auch endlich einen Traumato. Ich weiß nicht mehr genau, ob das hier war oder ob wir dafür weiter weg müssten. Wir machen so, ich level jetzt noch ein bisschen auf hier. Und dann geht's weiter, denn in der letzten Folge haben wir auch den Zerschneider. Den müssen wir dem, der Knofensa müssen wir noch den Zerschneider beibringen. Dann können wir nämlich schon weiter. Wenn wir den jemanden beigebracht haben, dann können wir diese kleinen Bäumchen zerhacken. Und das bringt uns ja auch storytechnisch ein bisschen weiter. Takedown ist ein sehr toller Angriff, würde ich meinen. Den benutzen wir jetzt nochmal und dann sollte das Taubsi auch eigentlich schon dem Erdboden gleichgemacht sein, so wie es sich für wilde Pokémon gehört. Natürlich sollte man vielleicht nicht gerade die Attacke failen. So, jetzt aber. Natürlich war es ein Critical Hit. Was denkst du denn? Ich bin doch Pro. Und Level 16, hallo. Hey, ein Reim. So, einmal geht, glaube ich, noch hier. Ein wildes Mauzi. So, Takedown, weil es so toll ist. Das zieht richtig rein. Allerdings sind wir jetzt trotzdem K.O. Ich nutze die Chance, um hier den hier mal ein bisschen aufzuleveln. Hat die Attacken, ich habe mich mit dem hier noch nicht so ganz auseinandergesetzt irgendwie. Das ist eher so der Debuff-Typ, sehe ich hier. Die einzigste Attacke, die ein bisschen Damage macht, ist die hier. Naja, sehen wir mal. Ja, das geht schon mal, machen wir nochmal. Solange Mauzi hier nur am Rumgrölen ist, ist mir das total egal. Soll sie machen. Es hat eine große Missrate hier, kann das sein? Aber das ist, glaube ich, wie nennt man das so? So ein Dot-Angriff kann das sein? Weil die hat ja jetzt reingeschlagen, obwohl sie gemisst hat. Also ich glaube mittlerweile, dass die auf, wenn die einmal trifft, dreimal Schaden macht. Kann das sein? Oder vertue ich mich da? So, dann kommst du jetzt auch mal auf Platz 1. Dann können wir dich auch noch mal ein bisschen hochleveln. Und das Mauzi schon wieder. Na denn? Level 10 männlich gegen Level 16. Sollte ja eigentlich machbar sein, auch wenn wir schon ein bisschen Schaden genommen haben. So, die Attacke hat schon mal nicht gefailt, das ist schon mal wunderbar. Und das machen wir gleich nochmal, nachdem die Katze hier ein bisschen gegrowlt hat. Growling in my skin, okay. Wir wollen sie jetzt nicht übertreiben. Ja. So, Biss natürlich klappt. Biss, lecker Pflanze. Das ist wahrscheinlich hier wie Katzengrässe, ne? Damit es nicht so viel Plüschflocken kotzen muss. Wir sind auch nett, wir sind auch total nett zu Pokémon, die uns nicht gehören. Lassen sie mal ein bisschen knabbern. Und jetzt wäre es an der Zeit, dass irgendwas passiert. Ich versuche nochmal spaßeshalber zu... Ich bin blöd, ja. Ich wollte eigentlich nochmal probieren, das Pokémon zu wechseln. Hat jetzt in dem Fall nicht so hingehauen. Na denn. Tackle dürfte ausreichen, glaube ich. So, jetzt ab zum Pokémon Center. Oder ich bin gerade am Überlegen, wir müssen ja, glaube ich, diesen Trainerkampf noch machen, ne? Ich bin total raus, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, du siehst ja auch witzig aus. Dein Bart und was hat er da noch hier? Duel, ja, genau. Mit 30er Pokémon, nee, lass mal lieber. Das ist mir noch ein bisschen zu hart, muss ich ehrlich zugeben. So, erstmal wieder heile, heile machen. Und wollen wir uns mal den Trainerkampf angucken, dann holen wir für diesen Kampf vielleicht nochmal unser Dingens raus hier. Unser Paras. So. Und haben wir den da oben eigentlich auch schon gemacht? Den eine Stadt höher? Hatten wir da einen Trainerkampf? Ich weiß es gar nicht. Könnte man ja nachgucken. Ne, wir haben erst einen Orden
Das heißt, wir gehen erstmal vielleicht wieder ganz nach oben und machen dann den Trainerkampf zuerst, bevor wir hier in dieser Stadt weitermachen. So, die Pokémon sind soweit aufgeladen. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Potions holen können, aber so wie das momentan aussieht, klappt das ja sowieso nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier durchgehen? Natürlich nicht. Schade. Dann müssen wir wieder diesen Endlos-Tunnel nehmen. Naja, dann mal hineinspaziert. Und rennen können wir. Doch, rennen können wir. Das ist ja schon mal etwas. Ich frage mich auch bei der Gelegenheit, und das könnte mir vielleicht mal einer beantworten, weil ich da total auf dem Holzweg bin, glaube ich. Wann kann ich denn mein Fahrrad kriegen? Ich habe so das Gefühl, in der blauen Version, die ich früher gespielt habe, dass man da so eine Quest machen musste oder irgendwie sowas. Dass man das, oder hat man es geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht. Allerdings hätte ich schon echt Bock auf das Fahrrad, weil es eigentlich um einiges schneller ist. Und hier können wir den Zerschneider ausprobieren, den wir jetzt mal der Dingens geben hier. Wie machen wir das eigentlich? Wir müssen erstmal genau, hier müssen wir hin. Dann hier. Cut. Ja, perfekt. Give to. Hier. Hat er das jetzt genommen? Ich probiere es mal aus. Es sah mir nicht so aus, als ob er es genommen hätte. Ja, hat er nämlich nicht. Wo war der Fehler? Wir müssen mal kurz gucken. Nochmal zurück. Cut. Give. Hierhin. Klappt jetzt nicht so optimal. Ach, guck mal. Kann man hier noch in die Kammer nicht, wollte schon sagen. Ja, was machen wir am besten? Wir können natürlich jetzt auf Back gehen. Und mal auf Use drücken. Was? Was? Ehrlich? Ach Mensch. So, ich mach mal hier gegen den. Ja, genau, so mache ich das. Und hat es jetzt geklappt einigermaßen? Willst du mich denn foppen ein bisschen? So, ich probiere es noch einmal. Was mache ich denn falsch, bitte? Ich weiß es gerade nicht. Tut mir echt leid, dass ich jetzt hier ein bisschen auf dem. So, wir hatten jetzt schon mal Use. Das war schon mal richtiger. Und jetzt möchte ich das aber gerne eintauschen gegen. Hä? Was? So, ich gehe noch mal wieder, ich gehe noch mal dran. So, das ist ein Baum und es sieht so aus, als könnte man ihn kaputt schneiden. Okay. Aber du hast kein Badge. Aber habe ich doch. Badge, okay, das ist. Brauche ich erst die, brauche ich erst die, wie nennt man es noch gleich? Den Orden dafür? In der anderen Stadt? Hä, aber es gibt doch keinen Sinn. Also für mich zumindest nicht.